Herzlich willkommen zum dritten Teil Tomb Raider 2 Retro-Zock mit dem Cracky Mir. Original-Hardware, vollendet sich sehe und jetzt kommt mir so ein YouTube-Video in die Quere, halt die Klappe! Oh well, mit Raider Love, was geht ab? Entschuldigung. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, schön, dass Sie geradet sind, schön, dass Sie überhaupt dabei sind. Bei diesem unultimativen, unglaublichen, retrospektiven Abend der Scheinhaftigkeit, wo, glaube ich, 85 Streams laufen, die alle gucken wollen. Es tut mir leid. Ich hätte gestern gerne gestern oder vorgestern gestreamt, aber ich war jeweils platt. Schasselameng. Und ich habe einfach Bock. Und jetzt passiert's. Dynamite zum zweiten Mal. Volltreffer. So, und bevor jetzt hier wieder irgendwer sagt, jo, damals, früher gab's Bücher, ja, ich habe das auch. Früher, ja, wird Bücher, da, ja, wird kein Internet, da hatte man Lösungsbücher. Ich hatte das auch. Mit über 1300 Bildern. Oh, das ist aber gut. Erst lesen und dann schießen. Oder whatever. 20 Mark. Teures Ding. Sehr schön. Falls wir mal hängen sollten und ich keinen Bock habe, den Chat zu fragen. So, wir hüpfen rein. Guck mal, ob wir Tone haben. Ah, mit Cracky. Ja, die Grafikfehler für die Rendition-Karte sind faszinierend. Im Kaltstart ist sie immer ein bisschen nervös. Aber später wird es besser. Sternenhimmel Baileys. Dankeschön. Du kannst es. Für Tomb 1 habe ich das auch. Das ist geil, weil es so einen weißen Rand hat. Sieht super aus. Snow on the desktop. So, Videosequenzen sehen auch gut aus. Ganz wichtig. Ich wollte mal gucken, dass ich die Musik vielleicht einen Ticken leiser mache, weil ich glaube, ich hatte den Eindruck, ich habe letztes Mal ein bisschen wenig vom Ingame-Audio gehört. Wir machen das mal so. Sternenhimmel. Ja, ich sag ja, die muss erstmal warm laufen, die Karte, und dann ist das Problem auch weg. Die beschleunigt auch, aber Tomb Raider läuft auf der Rendition halt nicht so schön schnell wie auf der Voodoo. So, wir laden die Tiefe. Der Level nach dem Bohrturm. Wir haben am Anfang gespeichert. Los geht die Post. Mike's Punkt für den zweiten Monat. Dankeschön. Emoticons brauchen noch ein bisschen. Pasta hat auch keine Zeit für mich. Nein, wir arbeiten dran. Es wird auch noch Belohnungen dafür geben, für euren Support. Vielen Dank. Weiß einer vielleicht, warum ich mich bei Twitch nicht einloggen kann? Komm immer auf die Startseite. Probier's mal im anderen Browser. Sonst mal danach googeln. Bitte Feedback dalassen, ob die Lautstärke so passt. Ja, vor allem, du hättest ja eigentlich nicht kommentieren können, wenn du nicht eingeloggt bist. Checkmate. So, nach der Bohrinsel kommt die Tiefe. Ich bin mal gespannt. Da ist auf jeden Fall schon mal wieder Sog am Start. Nylon 1980. Wupp, wupp, wupp. Ach so, Handy. Handy Randy. Ich glaube, wenn ich da reinhüpfe. Aber wo soll ich sonst hinhüpfen, nicht wahr, Lara? Yay! Bin ich hier weit genug weg? Heilige. Ja, wahrscheinlich schon. Okay, cool. Ah, geil. Tomb Raider. So langsam. Ich hab am Anfang ein bisschen gebraucht. Und dieses verflixte Opernhaus hat ja wirklich nur genervt, fand ich. Aber jetzt ist der Post langsam an der Laufen. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Bin neu bei dir. Hatte mir das letzte Video angesehen mit dem Dremel und bin begeistert von dir. Danke, Pretender. Freut mich sehr. Dremel-Aktion, ja genau. Es war, die einen finden es langweilig, den anderen begeistert. Schön, dass du dabei bist. Grüß dich. Danke für die Follows, Freunde. Okay. Da unten ist ein Hebel. Aber meine Vermutung ist, der Sog ist zu stark. Aber hey, wir haben ja am Eingang gespeichert, also probieren wir es einfach mal aus. Was hier so passiert. Wir können noch niemals in Richtung des Dingens schwimmen. Wir sind jetzt tot. Okay. What shall I do? Loki Life, danke für dein Abo. Vielen Dank. Dankeschön. So, erstmal gestorben.
An der Oberfläche können wir wahrscheinlich am Rand lang schwimmen. Das haben wir zumindest im Bohrturm-Level festgestellt, dass das geht. So. Ich hab's gesagt, Dremel im Wasser. True Story, Bro. Andere Alternative ist natürlich rüberspringen und direkt an der Leiter festhalten. Das wird wahrscheinlich der Way to go sein. Weil aus dem Wasser an die Leiter klettern wird vermutlich auch nicht gehen. Also machen wir jetzt hier den hier. So. Trucker Dave, alles gut. Bei dir hoffentlich auch. CD-Audio ist derbe laut. Ich meine, ich mag die Umgebungsgeräusche. Aber die sind krass laut. Irgendwie scheint das Spiel alles zu overriden, habe ich den Eindruck. Ach, guck mal, hier ist nur ein Schalter. Bravo. Ah, der setzt auf jeden Fall das Ding aus. Mal gucken, für wie lange, ne? Dann mal lieber schnell den Hebel ziehen. So, komm. Das ist 3DFX Voodoo Graphics. Das ist die Orchid Righteous 3D, die mit dem Relais. Die allererste 3DFX Voodoo Graphics Karte, die am Markt erschienen ist. Das ist der 3D-Beschleuniger, mit dem die Pixel-Party losging, mit dem 640x480 bei 60 FPS überhaupt erst möglich geworden sind. Wo laufen die Bros denn hin? Oh, Dobermänner, schon wieder. Ey, da kommt einer am Arm. Das Spiel läuft ganz gut. Es könnte besser laufen auf einer anderen Grafikkarte. Natürlich von der Bildschirmauflösung erst recht. Aber hey, das ist originalgetreu. So habe ich es früher auch gespielt auf der Voodoo 1. Der den Hebel nicht zieht. Was? Ja, regen sich doch nicht auf, nur weil ich irgendwelche Secrets in vorangegangenen Level liegen gelassen habe. Vielen Dank für ein Follow. Ja, dafür ist es aber auch die schwächste Waffe, ne? Die Pistolen sind die schwächste Waffe, für die habe ich unendlich Muni. Die Automatik habe ich noch nicht wieder. Dafür habe ich irgendwo Uzis gefunden. Weiß der Geier wo. Und die Shotgun habe ich wieder. Standardpistole ist schwächste, dafür kann man immer weiter ballern. Okay, wir gucken uns hier erstmal um. Geballte Power. 4 MB, 2 MB Bildspeicher, 2 MB Texturspeicher, 50 MHz Chiptakt. So war das. Ich glaube, die Dinger tun einem ganz schön weh, wenn sie einen umnatzen. Das ist halt die goldene Frage. Lässt sich da was realisieren? Tandor SFK 1986. Vielen Dank! Also vermutlich geht da was mit Timing, aber wir gucken erstmal hier weiter. Hallo? Da ist nix. Ich habe diese Metalltexturen, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, diese Bodentextur, diese Metallbodentextur, die habe ich damals geliebt. Wie war nochmal der Filter ausschalten? F8. So sieht's ungefiltert aus. Das heißt, billionäre Filtering kannst du on the fly an- und ausschalten. Ach so, das ist quasi nur Wayback Machine. Okay, also müssen wir hier rüber. Alles klar. Hauptsache, die Gangster sind dann mal weggelaufen, so. Aus Solidarität. Ich verstehe. Machst du, wenn du es durchhast mit Tomb Raider 3 weiter? Also wollen wir mal nicht den Tag vom Abend loben. Tomb Raider 3 hat mich damals, als ich es gespielt habe, schon derbe gefrustet, bis ich mich im drittletzten oder vorletzten Level war es sogar, festgespeichert habe. Und dann habe ich es weggetan, das Spiel. Ich habe Tomb Raider 3 nie beendet. Tomb Raider 3 hat den schlechtesten ersten Level der Videospielgeschichte. Selbst das Tutorial von Driver ist besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich fand Tomb Raider 3 wirklich... Da war vielleicht ein bisschen weniger rosarote Brille am Start, weil ich halt nicht verknallt war in ein Mädel zu dem Zeitpunkt. Also abseits von Lara.
aber keine Ahnung. Irgendwie fand ich das Dreier ziemlich furchtbar. Das Vierer hatten sie mir dann noch geschenkt. Ich glaube, da habe ich aber auch nur mal das Tutorial gemacht und einmal den ersten Level beendet oder so. Und dann war ich durch mit den klassischen Tomb Raiders. Und dann habe ich erst wieder das 2013er gespielt. So ist es bei mir leider. I managed to do this. Like a pro, baby. Dank dir, habe ich mich getraut, meinen PC selbst zusammenzubauen. Richtig tolle Streams. Dafür darf man ruhig mal klatschen. Ja, freut mich. Das ist ja auch das, womit ich, glaube ich, den meisten Leuten helfe, dass ich halt den Kram nicht zusammenschneide und die ganze Zeit nur wiederhole, wie einfach das ist, sondern ich mache es einfach und zeige es quasi, wie es ist. So, das hier erinnert derbe an Half-Life 1. So ein bisschen. Und das sieht nicht so gesund aus, da unten. Das wird gleich geschossen, anstatt es sich Worten zu probieren. Typisch Lara. Natürlich. So, was haben wir denn sonst für eine Option? So, da ist Säure. Da ist Weg. Da ist eine Lücke. Also rückwärts runterrutschen, mal an der Kante festhalten, mal gucken, was in der Lücke abgeht. Jean-Luc. Ein Secret. Wunderbar. Hallo Tollpatsch. Ich grüße dich. So, okay. Dann wollen wir natürlich weiter. Hallo Lara. Aua. Du nettes Schmädel, du. Was machen wir denn jetzt? Ja, hier hoch einfach und dann weiter, ne? So, können wir ja weiter rutschen und springen. So. Yay! Danke für die Perspektive. Tot. Dann muss man gut getimed abspringen. Schätzelein, Schätzelein. Guten Abend, Modenach. Grüß dich. Hab da mal eine Frage. Hab mir vor 3 Wochen das B450 Tomahawk Ryzen 536 Aegis 16 GB gekauft. Seit dem Upgrade habe ich zeitweise Systemneustarts. Hat wer eine Idee, warum? Systemneustarts. Ja, würde ich mal den RAM testen. So, einen Memtest machen. Memtest x86 ist zum Beispiel so ein Tool. Sonst ist die goldene Frage, was hast du für ein Netzteil? Das ist auch gerne mal dafür verantwortlich, dass so ein Restart passiert. Gerade der 3600er ist halt dafür bekannt, dass er manchmal ein bisschen zickiger sein kann, was RAM angeht. Ja. XMP-Profil hast du ja vermutlich geladen. Ist schwer zu pauschalisieren. Man kann mal mehr, ein bisschen mehr Spannung auf den RAM geben. Lara hüpft ins Wasser. Aber ist schwierig, so salopp zu formulieren. Ansonsten, heiße Empfehlung, auch wenn wir jetzt hier keinen Discord-Link haben, aber das kannst du über den Ravioli-Kanal aufrufen, den Ravioli-Discord aufsuchen, Beratung und Hilfe. Da kann man mal so ein bisschen was abklappern, aber da brauchen wir auch mehr Infos zu deinem System. Oh shit, das war dumm. This was bad timing. Vielen Dank für den Follow. Auch du kannst es. Netzteil zu viel Power hat. Eigentlich nicht. Dann ist es einfach nur ein schlechtes Netzteil. Zu viel Power kann es eigentlich nicht haben. Eine 57 XT. Und 600 Watt Shakun. Ich habe keine Ahnung, wie diese Shakun-Netzteile sind. Wenn man es jetzt von den Gehäusen aus... Darkstar 69, vielen Dank für deinen Twitch Prime Sub. Wenn man es jetzt vom Gehäusestandpunkt aussieht, dann würde ich den Shakun-Netzteilen jetzt nicht unbedingt vertrauen. Aber ich habe keine Ahnung, welcher Fertiger dahinter steckt. So, do it again, Lara. Guck mal,
mal, der droppt hier sogar ein Medikit. Das habe ich vorhin übersehen. Aha. Ja gut, passieren die Neustarts nur beim Gaming oder passieren die Neustarts einfach im Windows? Pokies, vielen Dank. Ich glaube, du hast ein Abo von Ravioli abbekommen, nicht wahr? Gern geschehen. War überhaupt keine Absicht, war halt alles Zufall. Aber freut mich, dass du deine Dankbarkeit so darstellst. Der gute Pasta. Wir lieben den Mann. Egal ob Game oder Windows. Ja, das ist... Also was du machen kannst, ist zum Beispiel den RAM auf Standardtakt mal zu betreiben. Man verschenkt damit zwar Performance, aber es ist zumindest mal eine Option, um irgendwo auf die Schliche zu kommen, woran es denn liegt. Das heißt, man setzt das BIOS einfach mal auf Standard zurück und guckt dann, ob es dann abstürzt. Fucken! Muss ich rückwärts darunter oder was? Kann ich noch später abspringen? Das ruckelt aber auch an der Stelle so fies. Guten Abend, Sam Neil. Hochbanane, moin. So. Springt sie rückwärts weiter und höher, aber dann kann sie sich nicht mal an der Klippe festhalten. Also das ist, führt ja vermutlich auch zu nichts. Na komm, Lara, wir machen das jetzt. Na also. Alle guten Dinge sind drei. Baileys, danke für dein Abo. Wup, 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 wup. Na gut, wenn BIOS aktualisiert ist, dann ist auch immer so ein Tipp natürlich. Nach dem BIOS-Update lohnt sich immer auch ein kompletter Reset. Das heißt, Batterie raus, Netzteilstecker ziehen, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Und ClearCMOS Jumper setzen. 5 Minuten warten, nicht mogeln und dann alles wieder auf Standard zurück und dann einschalten. So setzt man richtig ein BIOS zurück. Nicht nur 10 Sekunden ClearCMOS drücken. Wie das andere große YouTuber mit 2 Millionen Abonnenten vielleicht mal zeigen mögen. So sagt dir das auch jeder Hersteller. Jeder Mainboard-Hersteller sagt dir, Batterie raus. Am besten schließt du noch die Kontakte der Batterie kurz. Also wo die Batterie drin war. Ne? Netzteil aus, Netzteilkabel raus, ganz wichtig. Und CMOS Jumper setzen. So. Ja, da kommen die Tests zum Netzteil rein. Es ist schwer zu beurteilen, gerade mit der Grafikkarte dabei, aber im Idle, im Windows, dann komplett Reboot, ist schon happig. Ja. Ist immer so schwer, Ferndiagnose zu betreiben. Darum. Probier das mit dem RAM mal aus, probier mal ein BIOS-Reset. Das sind so Tipps, die man an die Hand geben kann, ohne dass man gleich wieder einen Schraubendreher schwingen muss. So, das war jetzt eine ganz schöne Kletteraktion. Ich dachte, das Level heißt in die Tiefe oder die Tiefe. Und jetzt bin ich hier hochgeklettert wie ein Blödmann. Alter, war da was? Da ist doch ein Absatz. Toll. Komme ich da jetzt wieder dran? Scheiße. Halt dich fest. Okay. Wir gehen nochmal runter. Oh, ich kann das aber gar nicht sehen. Das ist ja scheiße. Aber da war doch was in der Wand, oder? Habt ihr das nicht auch gesehen? Konnte man da auch schon um die Ecke klettern? Das ging erst im dritten. Also im dritten konnte sie krabbeln. Und Hangeln war auch drin. Um die Ecke klettern, weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Auf was wird denn das Spiel gezockt? Auf meinem original ersten eigenen PC-Board quasi. Unten ist auch kein Wasser, ne? It's pretty dangerous to go alone. But god damn it. Na, wir probieren es mal aus, oder? Soll schon schief gehen. Hä? Da wäre was, guck! Aua, es tut weh. Oh, es tut richtig weh.
Woher soll ich denn... Wie soll ich mir denn merken, wo ich bin? Ne, auf Layla wird nicht gespielt. Wir spielen auf einem Pentium 200 ohne MMX und der 3DFX Voodoo Graphics ihres Zeichens der Orchid Righteous 3D. Ach, jetzt muss ich den Sprung schon wieder machen. Naja gut, Cracky, das schaffst du nochmal. Hep. Schön weiter, Lara. Kletter mal so eine Leiter hoch. Ja, Halleluja, ey. Mir würde so die Muffe gehen, ich hätte da keinen Bock drauf. Ich hatte heute auch ein Bluescreen. Mein Sohn macht... Wir wollten Minecraft ein Ründchen spielen zusammen. Mein Sohn macht meinen Rechner an. Erstmal Bluescreen und Reboot. Ich habe mir so, oh, vielen Dank. Dankeschön. Sehr nett von dir. Ja, das wäre schon öfter passiert. So gut, dass du das mal sagst. Er weiß ja, er kann das ja noch nicht einschätzen, was dieser blaue Bildschirm bedeutet. Hallo Lutz! Ein Glück ist es ein Asus-Mainboard. Was, in Layla oder was? Zu dem Zeitpunkt gab es Asrock ja noch gar nicht. Und hier steckt... Ich glaube, in meinem ehemaligen allerersten PC... Fuck die Henne, das ist aber auch knapp. In meinem allerersten PC steckte tatsächlich ein BioStar. JD! Es müsste ein BioStar gewesen sein. Ist halt eine OEM-Platine gewesen. Fujitsu T-Bird, leider habe ich das Originalgehäuse nicht. Aber dafür ein anderes schönes Retro-AT-Case mit einem wunderschönen Top Gun Cockpit Ein- und Ausschalter. Lutz 219, 2 Monate, dankeschön! Ne, P2B ist halt einfach... Das ist einfach Works... Da müssen einfach noch Workstation dahinter stehen. Das ist so ein knappes Kistchen hier. Ich meine, ich finde es ja schön, dass sich das TEAC CD-ROM-Laufwerk so schön zurückhält und nicht hochdreht. Das ist schön leise. Aber die Ladezeiten sind dadurch leider ziemlich lang. Servus, Gringo. Ach, du heißt wieder Gringo. Wird morgen gebastelt. Die Leute erwarten es von mir. Ob ich Lust darauf habe, weiß ich jetzt noch nicht. So, jetzt aber. Meine Güte, ist das knapp. So. Also. Wir versuchen nochmal festzuhalten. Achtung, nicht erschrecken. Da sieht man diesen Absatz. Das ist voll krass. Okay. Es gibt auch einfach keinen Orientierungspunkt. Kannst jetzt die Sprossen zählen oder was? Moin, Frava, grüß dich. Speichern nicht vergessen. Ja, können wir wohl machen. Ist ja gut. Von oben an die Leiterelemente zählen. Mhm. Aber woher weiß ich, auf welcher Höhe ich bin? Ich kann halt nicht so weit gucken. Wir probieren es einfach mal, okay? Wir zählen einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ist wahrscheinlich eine gute Zahl. Zalasta, drück mir die Daumen. 16 war noch zu tief, aber es ist schon tödlich. Oh. 16 war zu wenig. Auf dem Monitor 25, sage ich. Alle 2 Stufen stöhnt sie. okay. Ich sag mal 32. Ich sag mal 32. Wir machen mal 32. So. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jump Baker, schon bitte mit den... Lara wird heller, wenn sie auf der richtigen Höhe ist. Bitte nicht spoilern, danke. Sowas nimmt einem doch den Spaß, weißt du? Jetzt hätte ich Just for Fun mal 30 ausprobiert oder 28. Und jetzt weiß ich, okay, jetzt gucke ich halt und wann sie heller wird. Das ist doof. Das ist doof einfach. Dieses Vorwegnehmen ist einfach doof. Ich habe das Spiel damals durchgespielt, jetzt spiele ich es nochmal und dann weiß ich solche Details halt nicht, weil ich das nicht jede Woche speedrunne. Regt mich auf. Da, ja, bravo, vielen Dank. Hilft mir trotzdem nicht. Na, Herr Knechtung hat es doch gar nicht geschrieben. Das hat doch Modetroller geschrieben. Alles gut. Hey, jetzt niemanden angreifen, nur weil ich mich darüber aufrege, dass mir solche Tipps gegeben werden. Alles klar? Also, 32 war viel zu viel. 16 war viel zu wenig. Sagen wir mal 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. Versteckt oder nicht? Heiliger Bimba. Ich muss da gar nicht hin. Boah, da ist ja der Vorsprung. Verdammte Axt. Scheiße. Ich muss hier nicht hin. Hier komme ich später nochmal lang und muss dann da runter und dann wieder da hinten dran und dann im Kreis. Schönen guten Abend, Steve Bitt. Grüß dir, ja? Lara Crofts Pro Skater. What? Hey, asshole. Nee, aber da komme ich nicht oben hin. Da ist halt irgendwas drin in dem Ding, ne? Irgendwie eine blaue Karte oder so. Blaue Schließkarte. Na gut. Der Versuch war da, ja. Hey, wir haben uns jetzt wenigstens den Kram hier weggespoilert. Ist alles gut? Alles cool, Mann. Wo sind wir? Bohrinsel war ja abgeschlossen. Die Tiefe. Es ist immer noch auf der Bohrinsel, aber es ist der nächste Level. Der heißt Die Tiefe. Tony Hawk hat einen der witzigsten Twitter-Accounts, auf dem er immer wieder berichtet, wie einen Leute in der Öffentlichkeit fast erkennen. Okay.
Tony Hawk, ey. Ich hatte Lara Tony Hawk auf Kurzwahl. Aber hey, merkt euch die 26, wenn ihr mal angeben wollt. Unnützes Wissen. Da hinten liegt doch was, oder? Aha. Aha. Ammunition. Dann geht man da hoch, um hier runter zu kommen. Ihn. Ja, ihn erkennen, ja, okay. Logic. Oh shit. Ja komm! Hau doch ab! Drecksack! Sie Arsch! Hey, die Automatik! Aha! Aha! Awesome! So, jetzt muss man hier nur wissen, wo wir. Und dann. Hier ist ausgefranst. Auf Juli ausgefranst. Jo, Ballering through the metal. It's pretty amazing, you know. Aha. Aha. Also, man hat den Eindruck, den Level haben sie früher im Spiel designt, weil der ist halt viel mehr straightforward. Ich meine, das ist eine fucking Bohrinsel, ja? Wie viele Wege soll es da geben? Aber das Level-Design hier, das gefällt mir jetzt pauschal schon mal. Das ist halt gerade total simpel, ja? Im Vergleich zum fucking Opernhaus. Dieses Opernhaus. Ah, stehen bleiben. Und hopp! Guten Abend, Joel. Grüß dich. Alles gut bei dir? Schön, dass du einschaltest. Schönen guten Abend aus Wien, Double Speed. Ja, schönen guten Abend nach Wien. Freut mich. Kennt ihr denn alle schon den Pasta-Shooter? Moin, Snoopy! Was hat der Pasta überhaupt heute gezeichnet, Mathe? War das ein... Ich konnte nicht einschalten. Ich habe Kinder ins Bett gebracht. Und dann habe ich Stream angemacht. Oh, well. Er ist noch dabei. Alright. Spät angefangen. Ah. Lara kann heute Abend bestimmt gut schlafen. So wie die sich anstrengt. Aber hallo. No. Alleine dieser Move, ja? Und die ganzen Parkourläufer haben ja Äonen gebraucht, bis sie das nachgemacht haben. Was will mir diese Perspektive sagen? Perspektive ist so der Wink mit dem Zaunfall. Hey, du da unten in der Wanne, da ist was. Liegt da oben nicht noch irgendwas in der Ecke? Meinst du hier? Meinst du auf dem Steg? Guck mal, solche Hinweise sind mir völlig legitim, ja? Wenn jemand was sieht und er meint dann. Nee, drüber. Also soll ich nochmal eine Runde drehen, meinst du? Aber wo soll ich denn da hin? Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, du meinst ganz oben, also bevor ich runtergehüpft bin oder was? Ja komm, Lara ist fit. Lara kann das. Ganz oben. Wir gucken mal. Pretender, dankeschön für den Follow. Sehr nett von dir. Und hier schwenkt die Kamera so spät um, dass du fast hier zu weit läufst und dann... Hui! Ach, wenn du dich geirrt hast, ist doch nicht schlimm. Die eine Minute tut einem auch nicht weh. Ich hatte ganz oben schon was gefunden, aber vielleicht habe ich ja noch was übersehen. Vielleicht habe ich ja noch ein graues Objekt auf grauem Boden übersehen. Man weiß das nicht so genau. Matti hat auch was gesehen, siehst du? Jetzt geht's schon los. Schwarz auf grau. Fantastic Shark. Servus. Dann lasst uns doch mal gucken, ob wir hier was finden.
Da ist auch was. Habt ihr gut gesehen. Aha. Respect is everything. Was war denn das Schönes? Wollen wir das auch mal... Das war Munition für die Automatik. Habt ihr gut gemacht. Dankeschön. Community Stick. Hallo. So, wie war das? Hier, so lang. Wenn du da falsch runterrutschst, hast du auch gleich die Po-Karte. Weil du dich da nämlich nicht festhalten kannst. Okidoki. Hä? Blaue Karte. Blau. Natürlich seid ihr für was gut. Level zu Ende. Nee, doch nicht. Oh je, das sieht wieder so aus wie Fighting Zone hier. Right into the Fighting Zone. Dein Flammenwerfer oder was? Typ sah so aus, als hätte er einen Flammenwerfer gehabt. Ein fucking Flammenwerfer am Start. Naja, auf der Bohrinsel, ne? Hallo Aho und Akemia83. Servus. Grüß dich. Tomb Raider ist ja so ein faszinierendes Spiel, was halt auch damals somit eins der ersten Spiele war, quasi noch vor die Sims, wo sich die Ladies auch zu bekannt haben. Flotterfeger89, danke fürs Abo. Also, ich will damit sagen, das Spiel ist sehr beliebt auch bei der weiblichen Zunft gewesen. Steht da nirgendwo, wonach die bohren? Nee, leider nicht. Und danke, Flotterfeger. Danke. So. Also, was zuerst so aussah wie eine Truhe, die man verschieben kann, ist eine Tür. Also machen wir hier mal auf. Sabina, die bohren in Nasen. Das kann ich auch sehr gut. Das hat aber schön gequietscht. Ich habe nur noch 380 Schuss. What the hell? Sag mal so, die Hunde hätte ich ja auch so erledigen können, aber... Automatic. Oh, die Door is closed. Da hinten ist ein Heli. Für Ballermänner die Automatik sind, ne? Schon nicht schlecht. So ein übertaktetes Schweißgerät. Ach so. Hey, Flotterfeger geht dem Hochbananen aber aus. Wupp, 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 wupp. Wunderbar. Nasenbohrinsel. Ja, maybe yes. Great stuff. Vielen Dank dafür. So. Hier ist noch eine Tür. So, sogar ein russischer Schraubhuber. So Mannan, Mann. Wir wollen wohl dosiert schießen, nicht wahr? Oh, da hinten sind noch zwei Prügelknaben. Das ist irgendwie so eine Steinsäge. Ist ja so lustig, wie die vom Clipping einfach dann auf dem obersten Punkt, wo das Model irgendwie den Boden berührt, liegen bleiben. Und dann so in der Luft schweben. Da hinten sind Kisten. Ich habe mich gerade beschwert, dass es zu wenig Kisten gibt zum Schieben quasi. Und jetzt gibt es hier Kisten en masse. Wir schieben diese Kiste mal an die Seite. Kein Havoc. Da war der Havoc noch gar nicht erfunden. Sogar der Schatten schwebt, ja. Ah, guck mal da, Schaltkreis. Schaltkreis needed. Bei diesem riesen tonnenschwerer Quaderklotz rutscht über den Boden, muss ich immer an Tomb 1 denken. Ist einfach so. Ich kann auch mal was trinken jetzt. Die Dame ist derbe stark. Unglaublich.
Einer mit Pistole, einer mit Schlagstock. Okay. Man sieht die sehen hier an. Oh. Fuck, jetzt habe ich die restliche Muni verballert. Wiesel 40k, dankeschön. Wupp, wupp, wupp. So many harpens, Harpunen. Oh oh, ich sollte mal lieber auftauchen und Luft holen. Ja, das plätschert hier wieder rein. Vom allerfeinsten. Vito-Runde zocken. Danke. Du kannst es. Wir machen das gerade. Wiesel. Wiesel flink. Unglaublich. Dankeschön. Ah, das ist so schön. Eine originale Voodoo endlich nochmal richtig mit Grund auch zu befeuern quasi. Ist voll gut. Und so, dass man es halt auch unter Umständen einfach verschmerzen kann. Dass das nur 640x480 ist. Natürlich könnte das Spiel besser aussehen. Natürlich wäre gerade in dieser Szene hier wieder auch aktivierter V-Sync wünschenswert. Kann ich alles verstehen. Bin der Letzte, der sagt, oh, Schmäh, ich sehe das überhaupt nicht. Wovon redet ihr? Sag mal, trinkt ihr? Ich sauf gleich ab. Wo geht's hier lang? Da hoch. Welche Tür war denn das überhaupt? So, dann hier wieder hoch. Die war's nicht. Ha. War das jetzt hier hinten die Tür? Was habe ich gerade getan? Ich weiß es nicht. Fliegst du zugenäht? War das diese hier? Hier oben zum Heli, schreibt ihr? Schön, dass er auf den geschossen hat. Ich hätte eigentlich gehofft, sie schießt auf den. Den da. Jetzt Wild Guessing betreiben. Ach, guck mal, da liegt noch Muni. Jeder hat was gedroppt. Wie nett. Alarm! Ey, du Sack! Weg ist er. Heli hat keinen Sound gemacht. Flammen. Ja. Oh. Ach du, hab ich mich erschreckt. Worum geht's? Momadu! Elektroflugtaxi.
ob du richtig stehst oder nicht, zeigt dir gleich das Licht. Feuer und Flamme, aber hallo, ey. Eine echte heiße Frau. Die war schon knackig damals. Die hatte schon die dicksten Hosen an, so was die Animationsphasen angeht und so ein Kram. Da war die schon State of the Art, Freunde. Irgendwas liegt da hinten, das muss ich einsammeln. Gut, dass du gespeichert hast. Der Snake.de, dankeschön für ein Follow und auch der Mann oder die Frau davor. Vielen Dank. Wir sind schon bei DDR3 1866, das ist unglaublich. From downtown. Hab's gefeiert auf der PSX. Ich hab's nie auf der PlayStation gespielt, immer PC. Immer mit dem großen Gamepad. Die Frage, geht das... Muss ich schnell sein, so grundlegend? Ja, guck mal hier. Siehst du? Also. Hebel 1. Ist der hier vorne. Hebel 2. Jetzt rennen, übers Loch springen, einsammeln und ab dafür. So. Sammel das Motherboard ein, Baby. Und zurück. Zurück. Spring. Wir haben es geschafft. Wir sind die Helden. The Brand of Poe. Chip. No. Hier ging es damals nicht so locker flockig. Ja, mein Gott, locker flockig ist gut. Aber ich hab die Steuerung schon relativ gut verinnerlicht, sag ich mal. Also ich tue mir da nicht schwer mit. Auch heute nicht. Und das ist, glaube ich, ganz viel wert, dass man so ungefähr weiß, wie man sich zu verhalten hat. In gewissen Situationen. Und das kann am vorteilhaft sein. Mühlt sich da beim Feuer ab, während gegenüber der Feuerlöscher hängt. Da! Aber wir wissen doch alle, so ein Feuerlöscher, der reicht doch nicht für alles. Betonente! Auf eine weitere schöne Zeit. Vielen Dank! Dankeschön für den weiteren Support. Awesome! Wupp, wupp, wupp! So, Dan, hier Chip rein, oder was? No. Fraun, grüß dich. So. Zack. Konnte ja keiner mit rechnen. Moin, Karg. Ja, Entschuldigung, was soll ich machen? Hallo? Komm mal so Flammen entgegen. Alter Cracky. RIP Headphone Users. Tut mir leid, Entschuldigung. Aber ich habe mich doch erschrocken. Sorry. Soll ich aber die ganze Zeit so laut reden? Ist voll angenehm, nicht wahr? Ist wie bei diesen stressigen YouTubern, die einen die ganze Zeit so abbrüllen. Und die ganzen Sätze gar nicht sprechen können, die nur zusammengeschnitten werden im Videoschnitt. Diese Leute, die den Videoschnitt machen, die müssen doch kein Gehalt kriegen, sondern Schmerzensgeld. Das ist ja unmöglich, ist das. Mein Sohn guckt so einen Mist. Da werde ich wahnsinnig, meine Frau erst recht. Und wisst ihr was? Diese Leute zeigen nicht mal ihr Gesicht. Die wissen genau. Die würden sonst geschlagen werden von Eltern im Supermarkt. Hallo Leute! So, okay, Entschuldigung. Haben wir es jetzt raus? Super. Einmal Anwalt ist eingeschaltet. Es gibt kein Uptime-Command. Ich beantworte dir deine Frage gerne. Die Aufnahme des Streams läuft seit 49 Minuten. Sie haben 49 Minuten Popo-Gewackel verpasst. Nicht ganz. Entschuldigung, aber ich habe mich halt erschrocken. Was soll ich machen? Ich bin halt so ein Mensch, der lässt es dann raus. Sorry for this. Sorry for dich. Aber ich habe ihn halt auch nicht kommen sehen, den Penner. Mist, Handy war auf Flugmodus.
Freikounter. Aha. Lass alles raus, was keine Miete zahlt. Hallo, da kommt wieder. Da kommt niemand mit dem Flammenwerfer. Ja, was wäre denn noch ein cooler Gegner? Naja, die könnten auf der Bohrinsel doch mit so Flammenwerfertypen rumlaufen. Oh ja, das ist eine super Idee. Da unten ist ein Secret, Baby. Das ist der grüne Drache. Aber Horrorfilm bin ich halt eher. Weiß ich nicht, da schrei ich halt nicht so. Das ist. Da gehen mir Filme dann nicht so nah. Das ist dann eher schon so. Da bin ich dann eher schon so. Andy, 2 Monate, dank Shane! Da bin ich dann eher so derjenige, der dann sagt, das will ich jetzt nicht weitergucken, weil das ist ja eklig oder so. Oder das geht mir zu nah. Aber dass ich dann die Hütte zusammenschreie, das wohl eher nicht. Dann zucke ich halt und dann. Boah! Was? Da war eine Tür? Really? What? Jetzt ernsthaft. Aha. Ja, bei Filmen agiert man nicht. Trotzdem geht mir Gewalt in Filmen näher, weil das halt realistisch, je nachdem, dargestellt ist und fuckt mich mehr ab. Ach, guck mal da. Das ist das Secret. Super krass. Als in Spielen. Wobei ich bei GTA auch ein Problem habe, bei dieser Mission, wo es dann am Anfang losgeht und du den Hinterhof da die anderen Gangster abballern sollst. Da hatte ich schon halb keine Lust mehr auf GTA. Das ist einfach nicht meins. Das will ich nicht erleben in echt und das will ich auch nicht spielen. Da kann das noch so lustig sein zwischendrin. Ja. So. Speicher mal ab, man weiß ja nicht, was passiert. Ach, übrigens, Cracky, da war eine Tür. Ja. You don't say. Deadpool, keine Ahnung. Comic-Verfilmung. Ich habe aufgehört bei Spider-Man irgendwas. Spider-Man 3 habe ich aufgehört. Und sie muss nachladen, die Olle. Bin gleich tot. Ja, geil. Ich kann nichts machen gegen die Taucher, weil ich keine Muni habe. Da ist die Tiefe. Heidewitzka, da kriegst du Angst. Komme ich hier irgendwo raus? Da. Hallo, zieh doch mal deine Pistole, Baby. Ich meine, die eigentliche Weltsimulation an GTA 5 ist saukrass. Und das ist das absolut Faszinierende daran. Und eigentlich mag ich auch so Filme mit schwarzem Humor und so, die so unter der Gürtellinie sind. Ja, meinetwegen, nimm meinetwegen Pulp Fiction oder Snatch, Schwein und Diamanten zum Beispiel. Bin ich voll dabei. Hab ich Spaß dran, finde ich cool. Die Open World ist geil, ja, ist keine Frage. Aber dann halt, was in den Missionen passiert. So, wir kommen hier nicht raus. Wollen wir mal festhalten so. Das heißt, wir können natürlich ganz mutig mal nach unten tauchen. Far Cry 4, ja. Das ist halt auch. Ich habe dem Mattes gerne zugesehen, wie er es gespielt hat, aber mir selber wäre es einfach viel zu repetitiv. Sowas motiviert mich einfach nicht.
Das ist mal lustig, um sich auszutoben. Aber so ein Spiel motiviert mich nicht. Wo ich dann immer wieder durch die Gegend juckeln muss. Und dann kommen wieder Wellen von Gegnern. Und du denkst dir nur so, ja schön, wo kommen die denn alle wieder her? Da unten kann doch nur der Tod lauern oder so. Alter, was ist das? Boah, wie geil. Voll das U-Boot am Start. Das war damals so beeindruckend, Freunde. Okay, aber hier gibt es nichts. Lara ist fast tot. Wenn ich den Level beende, hat sie doch wieder volle Energie, oder nicht? Yellow Submarine. Das geht halt so. Also es ist halt. Ich bin allgemein kein Open-World-Spieler. Das ist, bei einem Rollenspiel, sowas wie Oblivion damals, habe ich sehr gern gespielt. Da fand ich die Welt faszinierend und spannend. Aha. Es hatte einfach einen sehr schönen Charme und da fand ich die Geschichten, die man dann da so erlebt, abseits von der Main-Story, weil die Main-Story habe ich so weit gespielt, dass ich den Prinzen auf die Festung gebracht habe. Und dann habe ich ihn da verrotten lassen. Und dann habe ich meinen Ork bis Level 35 gespielt. Ich glaube, ich hatte, weiß ich nicht, 60, 70 Stunden in Oblivion. Kräutersammelnder Ork. Priceless. Das hat einfach Spaß gemacht. Dann übernachtest du da auf dem Hausboot und dann kommt dann dieser Story-Screen, dass du festgestellt hast, wie sich das Boot in Bewegung gesetzt hat. Und auf einmal ist das von Piraten gekapert worden und so. Voll cool. Skyrim hat bei mir nicht gezündet. Also ich bin sehr selektiv, was meine Spiele angeht. War ich schon immer. Das waren die beiden Jungs von hier. Gut zu wissen. Ja, das ist auch immer so ein Faktor, ja. Cornflake, guten Abend, grüß dich. Was ist jetzt gerade passiert? Ich habe auf den Chat geguckt. Ich glaube, ich habe den Kram bewegt. Kann das sein? Jo, haben wir bewegt. Gothic. Nie gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das erste Mal probiert habe. Mal kurz. Aber das Kampfsystem, Halleluja. Ha. Lauf mal zur Säge. Ja, und sterben, ne? Schade, die kann ich gar nicht ziehen, die Dinger hier. Aber wahrscheinlich ist ein Hebel einfach in der Ecke. Also Mattes liebt Gothic. Ich würde Mattes auch liebend gern dabei zugucken. Er hat das ja mal angefangen als Let's Play. Hat es dann leider relativ schnell beerdigt. Was ist da jetzt passiert? Irgendwas hochgefahren? Runtergefahren? Was ist da passiert? Oh man. Hier muss aber viel hin und her laufen. Backtracking Deluxe. Ich sag ja, gerade was Rollenspiele oder so angeht, da bin ich, da habe ich halt mal das eine oder andere ein bisschen angefasst und das war's dann auch. Ja, also das ist tödlich, da kommen wir nicht dran. Irgendwo müssen wir die Säge abschalten. Gunnar TTV, Dankeschön für den Follow.
Ja, man hat nur ein Geräusch gehört vom Kran. Ja, also da kommen wir nicht. Da sterben wir. Das ist ja wohl eindeutig. Da müssen wir erst noch irgendwas bewerkstelligen, dass es dann funktioniert. Okay, also gehen wir nochmal zurück zu Lück. Das war doch die Halle mit dem Heli, oder? Ich meine, letzten Endes müssen wir wahrscheinlich hier in die Mitte rein. Ja, aber die sind schon, die Gothic-Dinger sind schon derbe fordernd. Das ist ein anderes Kaliber als 200 MHz für. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Hört doch auf. Hört doch einfach auf, ihr Säcke. Aua. Wegen dir habe ich mir den Hinterkopf gestoßen. Was hier so genau passiert ist, weiß keiner. Es ist die Rampe hochgefahren, von der Heli abgehoben ist. Jetzt macht's Sinn. Aha. Der Shotgun Bro, ey. Ja, aber wie gesagt, also es bringt halt nichts, wenn ich keinen Bezug zum Spiel habe. Wird dann schwierig für mich. Und das Kampfsystem, das wird nicht funktionieren. Das ist so eine Sache für Mattis. Aber da muss er halt auch Lust drauf haben. Ein Retro-PC hat er. Es bringt nichts, wenn ich mich in Spiele reinzwänge. Es versuche. Wie gesagt, bei Rollenspielen bin ich halt eher raus. Vielen Dank fürs Folgen. Zumal ich gar nicht weiß, wie lange das hier noch dauert, wie viele Monate. Ja, es muss einem Spaß machen, so ist es. Sonst führt das alles zu nichts. Da unten war doch gerade was, oder? Wer atmet denn da wieder so schwer? Das ist so ein Flammenwerfer-Typ. Camping haben wir erst ergeben, Falltassen, oder? Bei Gothic, ja. Der Mattis kommt da auch voll drauf klar, der findet das voll gut. Ich kann das nicht. Ich glaube, hier ist das Level zu Ende. Ich glaube, da hört der Level auf. Sag ich jetzt einfach mal. Okay, die Türen gehen auf. Gibt's denn hier noch was? Geheimer Raum kann ja nicht sein. In der Mitte gibt es halt Rot. Red Dead Revolver. So, wo brauchen wir denn jetzt die Chipkarte? Oh mein Gott. Bei der Tür zum Kontrollraum, war da was? Da, wo die Säge war, war da oben im Kontrollraum so ein Panel zum Anbringen? Ich glaube ja. Das ist jedenfalls nicht der Raum, der dahin führt. Da hinten ist nur Flammenheini. Wir gehen trotzdem mal gucken kurz. Aber hier war, glaube ich, nichts. Hier haben wir die eine Chipkarte gefunden. Der Level ist schön straightforward. Also wie gesagt, der Level gefällt mir.
War da gerade was oder so? Wollte jemand angeben? Ja, da wollte jemand angeben. Ups. Scheiße. Ich wollte so über die Ecke hüpfen. Die rollt sich dann noch so schön ab. Shit. Alter, was war das? Ein Körper. Körper ein bisschen tief. Eine Hechtrolle. Hechtrolle in den Tod. Ja, ist ja hier hingeführt. Der Gang ist doch genau hier hingegangen, oder nicht? War da noch was? Gobilio! War da noch was? Nee, oder? Wo ist Cracky? Nimm den Flammenwerfer mit. Na klar. Da war doch nichts mehr, oder? Komm, wir laden nochmal. Da war nichts mehr. Wir verifizieren das jetzt. Guck mal, hier ist sonst nichts. Das ist das Loch. Hier liegt nichts. Okay? Vielen Dank fürs Folgen. Problem, Rudolf Jack. Alles gut. Dass ich die rote Karte von der Säge brauche, ist logisch. Und das war falsch. Das geht wieder zu dem Helipad. Da wollen wir nicht hin. Als Follow-Song könnte man ja U2 einspielen. Ich finde den wunderbar kreativ. Für Laras Aha als Follow-Song. Aha. Das könnte man noch nach dem Aufschlagen der CPU in einem Sockel machen. Brr, brr, brr. Damn it. Sollen wir aufhören mit den ganzen Remakes, bevor ich die Videos gespielt habe, die Spiele gespielt habe. Wie war das noch? Welches Remake kam jetzt? Von 13, ne? Egal. Ich müsste jetzt wieder angehen. So. Volda! Wupp, wupp, wupp. Vielen Dank, Dankeschön. Hallo? Everything prints money. Backtracking hoch 10. Naja.
aber es ist ja relativ kompakt hier. Das ist ein klassischer Level. Nice, sweet, full Klassik. Falscher Weg. Aber irgendwo muss noch einen goldenen Drachen geben. Die Frage ist, wo? Tja. Ist auch nicht so schlimm. Ich will es auch gar nicht wissen. Nicht vom Chat. Denn ich rätsel hier und nicht ihr. Doch, ihr dürft natürlich mit rätseln. Aber. Was sagst du zum Crisis Remake? Ja, wunderbar. Toll. Das Spiel interessiert mich nicht. Es spricht mich nicht an. Ich fühle mich genauso peinlich berührt wie bei den meisten Call of Duties. Es spricht mich nicht an. Hier gibt es auch diesen schönen Clip mit dem langweilt mich. Also mich interessiert das einfach nicht. Das Spiel versucht so cool zu sein, so. Aber ist genau an mir vorbei. Das ist das Ding so, ja, vielleicht hätte das 12-jähriger Cracky cool gefunden, aber. Oh, nee. Geht überhaupt nicht an mich ran. Eigentlich ein Game aus der Zeit, Pentium 3, was du als Lieblingsgame betiteln würdest, Cracky? Auf jeden Fall. Das werde ich auch. Das wird das erste Spiel sein, was ich 24 Stunden streame. Dauert aber noch 7 Jahre. Marcellus Web, Dankeschön für den Follow. Granaten. Ja, Granaten ohne alles bringt mir halt nichts. Ohne Granatwerfer. Was für ein Oller Camper da! Ich bin tot. Ja, ja, genau. Das war Pentium 3. Das war Pentium 3 Zeit. Das mit einer Voodoo 3 dabei. Ja. Ich werde um Medikit nicht rumkommen. Nervig halt. Unreal haben wir schon gespielt. Genauso, auch mit dem Add-on, ja. Ja, Unreal Tournament, mein Gott. Ja, natürlich. Wenn Heise in einem Berichtvideo über die Geschichte der Spiele Quake 3 Arena als den Shooter Olymp bezeichnen darf und damit keine Werbung für das Spiel macht, dann darf ich auch sagen, dass Unreal Tournament der beste Multiplayer-Shooter aller Zeiten ist. Und ich den streamen werde, sobald er vom Index ist. Da er nicht neu geprüft wird. JT79, danke Twitch Prime Sub, Baby. Mir so aufgeregt. Heise macht da Video, nennt's Shooter Olymp. Hallo, Werbeverbot, indizierter Titel. Ist halt eine Berichterstattung. Was? Nicht gleich Werbung, so wie damals in der Zeitung, wo die ganze Magazine vom Markt genommen haben oder irgendwelche Test-Vorabberichte als Heftbeilage dabei gelegt haben, damit die ja ohne großen Aufwand eventuell entfernen können. PC Games, Vorabbericht zu Q3A. Get it? Lächerlich. Hat sich echt der Videomacher da seine Antwort? Das war einfach lächerlich. Der Kanal von Cracker64 ist nicht mehr verfügbar. Es ist halt schade, dass Epic so viel Erfolg mit Fortnite hat und dieses Genre halt tot ist. Liegt halt daran, weil das Genre die besten Spiele,
die dieses Genre, der reinrassige Multiplayer-Shooter, der Arena-Shooter, der hat halt mit den ersten beiden Titeln, die dieses Genre bedient haben, hat er halt einfach die besten Spiele bekommen. Danach kam nichts Besseres mehr. Dann kannst du es natürlich nicht mehr toppen. Vielleicht ist da unten ja jetzt was. Wohl eher weniger. Warum sind wir überhaupt wieder hier? Ach so, weil wir jetzt hier am Rand sind. Also runterhüpfen ist eine schlechte Idee, Cracky. Let it be, Cracky. Man kann ja noch hoffen. Es wird weiterentwickelt. Oh. Wir tauchen einfach just for fun nochmal runter. Vielleicht hat sich ja hier was verändert. Vielleicht ist hier ein Drache gespawnt. Nee, ne? Schade. Gibt es hier einen Hebel, den man übersehen hat oder so ein Scherz? Irgendwie ist das ja ulkig. Irgendwie denkt man ja, hier muss irgendwie ein Secret sein oder so, ja? Es macht ein ganz schön beklemmendes Gefühl. Es ist simpelste Grafik. Ruckelt wie die Sau. Aber es funktioniert. So, wir laden nochmal. Unreal 3, sobald Fortnite nicht vor. Naja, Unreal 2 war ja auch schon nicht so dolle. Schon wieder ein neues Deck 16. Die Map ist auch tot gemappt. Ich glaube, das Level ist zu Ende. Oder auch nicht. Was ist denn da hinter der Tür? Da was auf dem Boden? Nee, sah nur so aus. Lara, steck den Kopf nicht in die Wand. Clarissa, danke für den Follow. Der Trick, wie sie Unterwasserlichteffekte über die Vertex-Collar animieren, ist halt super. Der ist cool, ne? Und dass er bei jeder Grafik. Bei jeder Grafikkarte. Welches davon ist mir egal? Soll er doch beides abspucken? In Ordnung, Marco. Willkommen an Bord. Was willst du? Na komm schon. Willst du den Stock spüren? Also sag endlich, wo im Kloster sollen wir suchen? Was meinst du, Bruder? Auf jeder Grafikkarte hat er eine andere Farbe, der Effekt. Da war gerade eine Zwischensequenz. Wir haben gerade ein Gespräch belauscht. Böse Gangsterstimmen sind das. Das haben wir noch eindeutig gehört. Da frage ich mich, wer ist denn da mit dem Heli abgehauen? Im Spiel, ja. Komm hin. Ja, aber ich glaube, RTCW steht ja noch auf einer anderen Liste mit drauf, ne? Ist ja noch mal krimineller, glaube ich. Ich bin übrigens neidisch an auf die Leute, die die Dovidas Livestreams verfolgen konnten. Hat denn das jemand mitbekommen, dass ich tatsächlich recht hatte? Dass sie geheiratet haben? What the hell? Oh, Sie, keine von denen? Aber Sie sind ein Mönch. Bruder Chang aus Berkang. Du willst mich holen? Da war ein helles Licht um mich herum. Das waren Schüsse. Und ich denke, es waren eher die anderen, die davon mitgenommen wurden. Aber du bist doch meine Führerin, meine Wegbereiterin zum nächsten Leben. Meine Zeit hier ist um, nicht wahr? Was tun Sie hier, zusammen mit Marco Bartoli? Nichts. Habe ehrliches Leben geführt. Nur wegen notwendigem Übel hier. Wie mein Vater vor mir, als er Jennys Schiff hier bombardiert und versenkt hat.
Jetzt bin ich hier, war hier, um zu verhindern, dass sein Sohn den Seraphen findet. Den Seraphen? Du kennst mein Lebenswerk doch kaum. Du bist doch wirklich nicht ihretwegen hier? Die haben ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wollen den Seraphen, um damit einen bösen Schatz freizulegen, den wir in unserem Kloster in Tibet hüten. Vor Jahrhunderten ist uns der Schlüssel von Vagabunden gestohlen worden. Seither haben wir keinen Schlüssel zum bösen Schatz mehr. Verließen uns nur auf unsere Gebete, um ihn zu bändigen. Dann ist der Okkultist Gianni B. in seinen Besitz gelangt. Furchtbare Folgen. Er hat einem uralten Glauben wieder Leben eingehaucht, der durch noch so viele Verbeugungen nicht aufgehalten werden kann. Und jetzt ist er wieder hier. Marco, vom Wahnsinn befallen. Sein Geist ist gewalttätig, hat aber noch nicht die Macht, seine Gelüste zu befriedigen. Also mussten wir erneut zu den Waffen greifen. Die wahren Teufelsaustreiber. Wohin wirst du mich denn bringen? Und ich dachte, meine Zeit ist gekommen. Aber eine Veränderung ist wohl ebenso gut. Ach, ich brauche Ruhe. Cool, die Sequenzen. Ich verstehe nicht, warum der CD-Audio in den Zwischensequenzen so laut ist. Super cool, die Sequenzen. Luft anhalten. Startet man hier unter Wasser in dem Level? Ich glaube ja. Ein ganz netter Level anfangen. Jo, okay. Ist das schon das Wrack der Maria Doria? 40 Faden. Waldis Lieblingslevel. Wir machen eine kurze Pinkelpause und sind gleich wieder da. Kurze Saufpause beendet. Pinkel, wie auch immer. Schön, dass ihr noch dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alles an den Start geholt und habt Späßchen. Respekt! Hallo nochmal, kann ich ein BIOS von einem Medion-Laptop updaten? Bei den Medions meistens über den Gerätemanager, die Systemfirmware und dort den Treiber aktualisieren. Bei den modernen Geräten funktioniert das meistens so, übers Windows-Update tatsächlich. So, wir hüpfen ins Spiel. 40 Faden heißt der Level, er startet unter Wasser, es ist Waldimars absolutes Hasslevel. Ich habe keine Erinnerung daran. Let's erstick. Nicht so schön, ich weiß. Okay. Die Lara ist auch bekloppt, nicht wahr? Wir orientieren uns einfach mal an der gedroppten Ladung. Oh, der Herzschlag aus Atlantis ist wieder da.
der Anker als Anhaltspunkt. Und hier ist offensichtlich eine Höhle mit Luft. Jawohl. So. Die Andrea Dorian, italienisches Schlachtschiff. Das kann gut sein, ja. Da kommt der Hai hinterher. Sehr nett von ihm. Tauchen wir gleich mal nach nebenan. Will überhaupt keinen Stress machen, der Hai. Ist alles gut. Ja, ja. Beißt du nur zu, mach das mal. Wir wollen ja jetzt auch nicht schreien oder sowas. Ich will nachher, noch irgendwelche Rechnungen begleichen. Da oben ist doch eine Lücke. So. Da ist eine Lücke. Da ist ein Hebel. Dann zieh mal dran, Baby. Passagierschiff. So. Was hat dieser Hebel gemacht? Hier hinten eine Tür geöffnet. Luft wird knapp. Schnell wieder hoch. Okay. Wir haben schon mal irgendwas geschafft. Die Luke war direkt neben dir. Ich habe sie nicht gesehen. Da sieht man mal, wie das so ist. Bärchen gibt tollpatschen Abo aus. Dankeschön, Bärchen. Wupp, wupp, wupp. Grüß dich. Wo kommt der Hai jetzt noch her hier? Ach, hier unten im Boden. Holy crazy guacamole. Und hier wieder hoch. Okay. Taucher losschicken und anklopfen. Oh, wir haben das Wasser abgelassen. Aber hey, Lara im Tauchersuit, nie schlecht. Die armen Haie, ja. Echt. Ahoi, Microstar. Microstar Max, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Wie auch immer wir jetzt Wasser abgelassen haben. Der Heartbeat. Heartbeat aus Atlantis, ja. Da ist das erste Secret. Echt nicht schlecht, so ein Secret. Aber wenn das nur rein das Secret ist. Alter, wo kommst du denn her? Säcke! Ich musste eh laden quasi, um das Secret einzusacken. Einfach mal durch den Hai geschwommen, auch geschickt.
Ferguson. Was geht denn hier vorher ab? Hier kommt man vorher wahrscheinlich nicht da hoch, ne? Warum kommt man später da hoch? Wo ist die Logik? Weil die Kisten nicht mehr schwimmen. Naja, und nicht mal dann springen kann von der einen Kiste aus. Understand. Ferguson live. Ferguson, war das nicht der berühmte Kloschlüssel von Al Bundy? Was? Peg! Hauptsache die Gürtelschnalle hat sie noch an, ja? Die ikonische Gürtelschnalle, ey. Ist einfach runter oder nicht? Klospülung hier, die man betätigt, wo das Wasser dann abläuft und das alles barfuß. Ja. Voll fies in der Mitte diese. Ja, Musik ist gut. Wofür ist das Ding denn da? No one knows, gell? So haben wir das früher schon gemacht. Erstmal triggern. Dann abballern. So, die Kamera bewegt sich jetzt so, weil ich weiter auf ihn schieße in dem Moment. Er hat ja Auto-Aim, die Lady. Verdammt. Yeah. Zack. Hat er irgendwas gedroppt? Nee. Doch. Harpoon Muni. Harpoon. Aha. 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 Way. Palafix. Danke für den Follow. Herzlich willkommen. So. Where do you want to go today? Lara hat gerade ein bisschen gestottert. Da ist Wasser. Whee. Ist leider nicht tief. Hier liegt auch nichts. Durchgeweichtes Medipack, ja, das trocknet schon.
Aua, ich wollte eigentlich rückwärts springen. Okay, das funktioniert nicht. Verdammt. Ja, komm, dann hüpfe übers Eck. Okay. Da oben ist doch was. Ist aber zu hoch. Okay. Cool gemacht mit den Soundeffekten. Wieder hoch? Nee. Niemals. Von hier da hoch? Vielleicht. Das hat gepasst. Sorres, dankeschön. No, ma'am. Dankeschön. 2 Monate. Vielen Dank. Ich habe leider immer noch nichts zu bieten, aber danke. Warum habe ich das Gefühl, dass es gleich gefährlich wird? Speichern. Was ist das? Ist das Licht? Was ist das? Hier ist ein Hebel. Was hat dieser Hebel jetzt gemacht? Öffnet irgendeine Tür. Okay. Manhattan. Manhattan. Vielen Dank für den Follow. Thanks for the follow. So. Ah, hier brennt Feuer. Cool. Dieses Rätsel hatten wir ja noch nicht in dem Spiel. Deaktiviert einen Teil der Flammen, aber nicht alle. Cool. Wo wird der andere Teil deaktiviert? Gegenüber bestimmt. Oh, das ist ja geil gemacht. Das ist ein fucking Secret. Das ist total geil gemacht. Das ist voll cool gemacht. Hammer. Die Flamme Midas Level. Oh ja. Ach, guck mal, was für eine schöne Zwischensequenz. Stimmt, auf Retroladen hast du es ja auch mal angezockt dann, ne? Ich erinnere mich noch. Auf Retroladen hat der Mundraubritter das auch dann nochmal angespielt gehabt, das Spiel. Okay, hier sind 2 Türen. Für die eine Tür. Er ist auch noch ein Hebel finden. Ach du Schande, ey. Ja, die Flamme Midas Level, die waren schon Halligalli, ja. Vom Allerfeinsten. Es brennt wieder alles. Natürlich. Also, lasst uns noch mal gucken. War das hier nicht der Hebel für diese Tür? Oder ist der auch für die Flammen? Ah, ja, guck mal. Der ist für die Tür, ne? Okay, Tür wieder auf.
Das ist fest. Dann ist der Hebel vielleicht wirklich eingangs. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich in Richtung komme. Den T-Rex hatte ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Hm? Da ist noch ein Hebel. Das ist gut zu wissen. Okay. Lasst uns nochmal gucken, was passiert, wenn wir hier hinten deaktivieren. Oder aktivieren vielmehr. Speicher mal ab. Naja. Ha! Like a Pro. Schon losgelaufen, bevor die Kamera überhaupt wieder bei ihr war. Schneller geht's nicht. Zieh das Ding. Ja gut, jetzt ist die permanent offen. Okay, gucken wir uns mal an, was da ist. Das verlorene Tal ist auch mal einer meiner absoluten Lieblingslevel. Das ist ja, das verlorene Tal ist einfach Kult. Das ist so cool, so ikonisch. Das war ja echt so der Level, wo es dann auch richtig Klick gemacht hat, wo das Spiel so richtig gezündet hat. Das war so cool. Ah ja, okay, der macht die hinteren drei aus. Guni, guten Abend. Alter Verwalter, du musst aber flott sein hier. So eine flotte Sohle aus Paket. Paket. Ihr wisst schon. Du hast dann immer die kleinen Hindernisse hier im Boden, ne? Voll nett, nicht wahr? Was macht denn am meisten Sinn? Überhaupt, die Tür hinten ist ja gar nicht auf. Oder geht die automatisch auf? Serverinfo. Moin. Grüß dich. Und jetzt sind sie wieder an. Scheint ja schon Zeit genug zu sein, ne? Dies ist machbar. Dies ist einfach mit ein bisschen Geduld und Spucke geht das schon. Relativ straightforward. Man darf sich halt nur nicht aufhalten lassen von den Leitungen, die hier über dem Boden liegen. Wer hat denn das gemacht? Das hat der Arbeitsschutz aber nicht abgesegnet. Leider nur von einem User. Da war noch ein Hebel vor der Tür. Echt? Auf der anderen Seite noch, oder was? Hier einmal rüber. Nein! Das war zu früh gesprungen. Tatsächlich. Voll krass. Das gesehen. So, das haben wir geschafft. Ich würde sagen, die Leitungen liegen an der Decke. Ach so, du meinst, das ist alles auf dem Kopf hier? Du könntest recht haben. Ja. Muräne! Oh, Spiele ohne Hard gibt es heute auch noch, ne? Gibt ja viele, die darauf Wert gelegt haben. Das war eine Zeit lang, war es mal voll in, den Hard dann auch wieder wegzulassen und so. Und dann ging dann irgendwann wieder der
Der hat Wahnsinn los. Ist hier auf irgendeinem Stockwerk ein Hebel? Irgendwie nicht. Ja, hallo? Kriegst du da oben Luft? Natürlich nicht. Shit. Einmal ersticken, bitte. Leute, ich habe nichts gesehen. Warum sterbe ich? Was ist? Gulp. Ich habe den Hebel... Wenn er ein Hebel war, ich habe ihn nicht gesehen. Da ist er, der Hebel. Streaming-Blindheit. Direkt vor ihm gestorben. Was? Geht diese Luke zu, ja? Ich hereintauche, ja? Dass man das hier entdeckt. Oh cool, wo ist das denn jetzt gewesen? Ganz unten oder was? Wie nett. Ja, und hier nochmal Hebel ziehen. Bravo. Vielen Dank fürs Folgen übrigens. Goldener Drache. Nimm mit, komm, nimm mit. Wir haben Zeit. Ich hab den grünen zwar noch nicht. Also, wir haben den Golden schon mal. Yeah, Moraine. Ja, ja. Ihr könnt mich alle gerne haben. Komm raus da. Muss ich nicht annagen lassen. Mr. Floppy 84, vielen Dank. Markus, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Wir schießen mal so langsam die Moraine ab. Gleich greedy, ne? Wir wollten gleich das Secret mitnehmen. Rost. Würde ich mal sagen. Hier ist ganz schön viel Rost. Tauchermasken? Nicht? Nee, also in dem Teil nicht. Cracky, und was ist mit dem Hebel, welchen du vor den Flammen als erstes gezogen hast? Der hat die Tür aufgemacht, wo ich den Hebel finde, der mir die andere Hälfte der Flammen ausgemacht hat. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass der grüne Secret-Drache jetzt passé ist. Gegessen ist. Achso, du meinst den. Ja, ja, den Eingangs. Ja, weiß ich nicht, was der gemacht hat. Keine Ahnung. Den ganz am Anfang meinst du, ne? Ich keine Ahnung, was der gemacht hat. I really don't know. Kommen wir jetzt da oben raus? Oder wir kommen... Da
ist Fallluke. Von wo kommen wir denn jetzt? Von da oben? Heute macht deine Leitung hier einen Stotterer, okay? Ist nicht nett. Nicht nett von deiner Leitung. Ich bin schon auf 4,5 runter. Aber ich kann gerne auf 4 runtergehen. Ich glaube, bei dem Spiel geht das ganz gut. Ist zumindest keiner beschwert, dass es wie Grütze aussieht. Bieringer, moinsen. Moin, Pups. Anderer Mod? Nö. Alles wie gehabt. Ich habe das Gefühl nicht los, dass ich da hinspringen kann. Du kannst zwar hier auf den Dingern nicht stehen. Läuft Lara barfuß? Jupp. Ja. Oh. Lara, schlechte Idee. Dreh mal lieber um. Okay. Ich wollte ja nur geguckt haben. Wahrscheinlich müssen wir da gleich hin. Wahrscheinlich lassen wir da Wasser rein und dann müssen wir da hin oder so. Irgendwie sowas. Ah, hier ist eine Kiste. Da ziehen wir mal dran. Ich habe mal ein bisschen die Bitrate reduziert. Weiß nicht, ob es jetzt was geholfen hat oder nicht. Maddy, danke fürs Einschalten. Dir eine gute Nacht. Wenn man müde ist, sollte man niesen. Ah, meine Güte. Das hat schön gekribbelt. Gern geschehen. Freut mich. Aufzeichnung wie immer gibt es auf Ravioli Extras. Dankeschön, Leute. Und danke für den Follow. Jetzt gibt es Wasser in den... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich sowas von erschrocken. Leck mich in den Tisch. Cracky hat's kaputt. Ich habe doch nur am Hebel gezogen. Das hat sich jedenfalls so angehört, als wäre der Level jetzt ein bisschen ummodelliert worden. Was auch immer passiert ist, es war eine Explosion. Kann ich den nochmal drücken? Dieser Soundeffekt! Aber nicht, dass ich die Kiste hier über den ganzen Boden schieben muss, oder? Nee, geht ja nicht bis hier. Bis dahin ist Schluss. Schrägen schieben kann man nicht. Jetzt kann man hier hochgehen. Ist ja schön. Alles zugeschüttet. Bärchen gibt es Serverinfo eine Tube aus. Danke, Bärchen.
Wupp, wupp, wupp. So, was haben wir hier? Luke. Look, look. Mack, 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 mack. Kennt ihr das? Wo die Marsianer landen? Sesamstraße? Bock, bock. Kau? Wo die Marsianer da vor dem Fenster landen und sehen das Telefon da stehen und versuchen sich mit dem Telefon zu unterhalten. Cut, 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 cut. Miau. No, 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 no. Lachst du dich kaputt, ey. Ich hatte ja gehofft, dass es jetzt hier weitergeht, aber nein. Jep, 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 jep. Genau, auf das jep, jep, jep bin ich nicht gekommen. Die Waschlappenviecher, ja. Mit dem Computer. So geil. Jep, 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 jep. Brrring. Ah, das ist so geil. Okay. Wo geht's denn jetzt hier lang? Immer wieder gut, ja. Unkaputtbar. Hier. Hier. Geht's nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Das ist alles zu weit weg. Also das kannst du knicken. Das ganze knicken, locken, lochen, abheften. Guck mal, da passiert nichts. Da ist so... Oh, fast. Fast geschafft. Können wir hier die Leiter hoch oder so ein Scherz? Lara, sag an. Kannst du Leiter klettern? Nee, kannst du nicht. Gut, dann machen wir das so. Nochmal springen. Sie macht immer einen kleinen Satz nach vorne, wenn man hochhüpft. Was die hüpft und fällt, ihre Kniegelenke hätte ich auch gern. Ja, die ist noch richtig taufrisch, doch. Blutjung war die da. Wenn gleich die nächste Explosion kommt, ne? Dann aber Prost Mahlzeit. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Halle hopp! So lustig, man sprengt den halben Level in die Luft, um wieder hochzugehen, nachdem man runtergegangen ist. You don't say. So, ich denke, wir müssen hier einmal quer herüber. Der Bersi streamt heute übrigens bis 5 Uhr in der Früh, weil dann sein Overwatch-Team spielt. Also schaut mal bei Bersi vorbei. Er hat sich das vorgenommen. Ich hoffe, er zieht's durch. Ich würde es ihm gönnen. Weiß nicht, warum ich es ihm gönnen würde, aber hey, wir können ihn überfallen. Da ist der nächste Hebel. Bitte nicht. Ich habe so eine Angst gehabt, dass es wieder explodiert. Wie bitte, 5 Uhr? Da habe ich geschlafen. Oh yeah. Wie die Steuerung von Tomb Raider gehasst hast. Jo, ich finde sie voll in Ordnung. Aber ich kann es verstehen, wenn man sie hasst. Aschrat, vom Sofa ist er auch wunderbar. Alles gut bei dir? Bist du nur müde? Oder Frau noch am Start? Oder freut mich jedenfalls, wenn ihr zuschaut. Das finde ich toll. Sofa, Einschlafgefahr. Ja, ja, das ist ja auch okay. Ich habe gerade ein bisschen Puls bekommen. Ein bisschen nervöses Elektrolytgezuckel in meinen Armen. Ein bisschen kaputt heute. Ah ja, gut. Das ist ja recht. Ich war gestern und vorgestern kaputt. Heute auch wieder kurz davor. Aber dann habe ich überlegt, nee, jetzt geht's los. Und da habe ich mir, ich weiß nicht, mein Papa, ob er mir zuhört gerade. Oh well, habe ich mir ausgesucht. Haben wir uns dann angehört in 3 Versionen, bevor der Stream losging. Großartig. Aber irgendwie hatte ich noch so ein anderes Lied im Kopf, aber da kam ich dann nicht drauf. Aber ich weiß auch nicht, welche Elemente das genau ausgemacht hat. Aber es war vom Sound was ähnlich. Aber
Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß nur, dass es eine der ersten Dateien waren, die ich damals mit einem alternativen Encoder irgendwie auf ein Viertel der ursprünglichen Wave-Größe komprimieren konnte. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Track das war. Da hatten wir damals mit dem Voyetra, hatten wir so einen Codec, den wir dann benutzt haben. Und dann, boah, das Lied nimmt nur noch 10 MB weg anstatt 40 MB. Unglaublich. Das war halt noch vor der MP3, wisst ihr. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Track das war. Das war irgendwas nicht ganz englisch. Ich hab keine Ahnung. Ja, Speicherplatz war damals ein heikles Thema. Erst ein CD-Brenner, wenn man sich die Audio-CDs selbst zusammengestellt hat. Als vorher die Mixtapes waren dann die Audio-CDs. Jetzt musst du hier natürlich die richtigen Flächen finden, wo du lang kannst, ne? Ich musste erst den Router neu starten. Jetzt geht's! Sag ja! Say yes! Na komm, Lara. Hab dich nicht so. Da hoch? Oder hier auf die Schräge? Rüber. Jawohl. Hat er gesehen, der Mann. Hat er gesehen. Jop. So. No enemy was found here. Murkon, moin. Das Problem ist, dieses Thema mit diesem Lied wird mich jetzt wurmen, bis es mir irgendwann hier oben reinschießt. Und dann werde ich euch sagen, was es war. Hab mich so langsam an das Twitch-Schauen gewöhnt. Ist schon fast wie Fußball. Ist cool, ne? Es hat was. Es ist halt schön, dass man halt so interagieren kann, sich über Themen unterhalten kann. Man ist halt direkt an der Pappnase, die da gerade vor der Kamera sitzt. Im direkten Draht quasi. Einzelteile werden mit Draht zusammengehalten. Rise of the Tomb Raider, hätte ich beinahe gesagt. Realms of the Haunting. Hört sich so ähnlich an. Muss ich auch unbedingt mal beenden. Oh. So plötzlich Livestream, nur um mitzuteilen, welches Lied es ist. Ja, genau. Was zur Hölle das auch immer war. Ich hab's irgendwo... Irgendwo in meinen MP3-Verzeichnissen muss das Ding schlummern. Aber das ist wirklich so ein Einzeltrack. Haunting habe ich noch nicht durch. Nee. Das ist halt schwer, da wieder reinzukommen, weil das Ding halt auch so open ist. Du kannst ja quasi fast alles wieder begehen. Und wenn du dann keine Idee hast, wo du dann hin musst, ist halt schon schwierig. Dann rennst du erstmal anderthalb Stunden rum, ohne Fortschritt zu haben. Und das ermüdet halt schnell, ne? So, ich muss irgendwie wieder den Weg nach unten finden. Muss ja weiter nach unten gehen. Irgendwo war doch hier eine Nische, wo es noch weiter nach unten ging. Nicht schieben. Ich wollte hochklettern. Die ersten XCOM-Teile. Also XCOM und so ein Kram, das stelle ich mir in der Theorie auch immer voll cool vor, aber ich glaube, in der Praxis bin ich voll der Kacknoob. Einfach eine Erstelldatum sortieren. Dann wird es ganz oben sein.
Das ist halt immer das Problem, wenn du Sachen umkopierst. Ne? Manchmal wird sowas dann ja eliminiert. So. Die Roots. Müssen wir hier rüber? Ich weiß es gar nicht. Der Rechner läuft wie geschmiert. 32 MB Edo-RAM. Astreine. Okay, Baby. There we go. Taucher ahead. Das ist schön. Ja, geh mal halt nicht auf den Sack. Ja. Schönes. Aha. Harpunen! Weil er einfach so ohne Schuhe rumläuft. Naja, wenn die keine Schwimmflossen hat, womit soll die sonst rumlaufen dann? Wenn sie unter Wasser unterwegs ist, ne? Ja, das Spiel ist cool. Da sind wir ja damals, als der Bersi das gestreamt hat, währenddessen sind wir Twitch-Affiliate geworden. Aha. Und dann konnte man uns abonnieren. Das war dann Weltpremiere. Dann habe ich währenddessen, während der Bersi am Stream war, habe ich dann den Abo-Alarm eingesprochen. Das Bananarama Man. Yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Und dann hieß er, Bersi, du musst die Alertbox aktualisieren. Aktualisier, aktualisier, mach nochmal, nochmal. Wir haben den Level gepackt, Baby! Easy! War ein bisschen fummelig, aber alles gut. Ich glaube, jetzt kommt ein Ballermann von Level. Und ich weiß nicht, ob ich den jetzt bereits starten will. Streame jetzt 2 Stunden. Jetzt kommt nämlich das Wrack. Das Wrack der Maria Doria. Der Level geht alleine 2,5 Stunden. Mit dem Level kannst du einen ganzen Stream füllen. Und ich habe morgen die schöne Bastelnacht. Man sagt doch immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, oder? Der ist zu heftig. Wenn ich den jetzt anfange, dann verliere ich mich komplett in dem Level. Dann machen wir lieber den im nächsten Tomb Raider Teil. Besser ist das. Und hey, wisst ihr was? Der Bersi streamt. Der macht bis 5. Macht mit. Hey, aber der Level war doch okay. Weil den ich gerade gespielt habe. Mhm. Aber das Wrack der Maria Doria, Halleluja, ey. Nee, lassen wir mal. Also, ich liebe das Spiel. Ich weiß aber, in meinem Kopf war dieser Level. Und ja, morgen Bastelnacht. Ich darf morgen Rindenmulch kaufen. Versuchen, dies zu tun. Dann chill ich jetzt lieber noch bei Bersi. Sortiere die Daten und schreibe euch in den Chat, sobald ich die MP3 gefunden habe. Das ist eine Maßnahme. Ja? Mr. Floppy, danke dir für dein Lob. Lecker Rindenmulch, ja, brauchen wir für unseren Garten. Tomb Raider 2, 3. Folge. War cool, hat Spaß gemacht, war geil. Ich habe einmal zu laut gebrüllt, tut mir leid. Aber war sehr lustig. Und jetzt gibt's noch ein bisschen Oh Well auf die Ohren und dann geht's rüber zum Bersi Raiders Arc. Dort gibt es Zelda in Düster Darksiders. Oh ja. Mark Hamill ist irgendwie Sprecher von einem Geisttypen, der da. Von Navi. Mark Hamill spricht Navi. Wisst ihr Bescheid? Also in diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen. Wahrscheinlich zur Bastelnacht. Und in diesem Sinne, auf Ravioli natürlich. Viel Spaß beim Bersi, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, tschüss YouTube, ciao, YouTube, tschüss, ciao, tschüss.